Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Beast Factor, meine lieben Freunde. Ja, jetzt sind nicht nur Tobi und ich da dabei, nein, jetzt ist auch der Paul dabei. Wer ist Paul? ich bin auch dabei. Ich muss das mal kurz ein bisschen lauter stellen hier. Ihr seid ziemlich leise, denke ich. Maybe. So. Uhu, cool, das ist fertig. So, jetzt wird das ganze Zeug auch hier mal ein bisschen aufgefüllt. So, ein paar Projects habe ich. Ich habe hier gerade ein paar Project Table gebaut. Sehr gut. Sehr gut, Mama. Mami! So. Das mit den Chunkloader war echt eine gute Idee. Habt ihr einen aufgestellt? Ich habe bei mir einen aufgestellt für mein Grundstück, weil ich liege ja am Arsch der Welt hier. Paul, eine Frage, ja? Wie viele Diamanten hast du? Ich habe. Achso, ich muss hier noch einen einzahlen, stimmt. Ja, ich habe das auch schon mitgekriegt. Also ich habe gesagt, also Trollen ist ja schön und gut, aber wenn du das Zeug hast, um das Ding wieder hinzustellen, wäre es mir dann persönlich ziemlich wurscht. Na, der Tino wollte es halt so. Wo soll ich denn das hin tun? Ins Rathaus, in eine Kiste oder so? Ja, warte, dann ich könnte eigentlich gib mir den mal kurz, ich baue jetzt ich muss kurz gucken, ich brauche Holz. Da baue ich jetzt hier noch schnell eine Kiste fürs Rathaus, da kommt dann das ganze Zeug rein. Njo. Das macht mir noch voll easy. Hast du jetzt er hat schon das Power-Dingens, ey, ich fass das nicht. Was Power-Dingens? Na, Powerhose. Ist das Quantum-Hose? Nein. Das ist die MME, das ist die Modular. Guck mal, ich kann auch so Blöcke hochlaufen. Das ist die Modular Power Suit. Das Ding ist übel. Die Hose ist am besten, finde ich. Mhm, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir von der Modular Power Suit entweder nur die Railgun oder die Dingens bauen. So. Na, Railgun ist ja hier Power Tool, da kannst du auch Blink Drive und so drauf machen, wenn du dich teleportieren kannst. Mhm. Vor allem, wir sind jetzt, ich glaube, erst bei Folge 14 oder so, ne? Und wir sind jetzt schon dabei, die Hölle auszupumpen, ne? Echt? Nein. Wie schreibt man das Modular Power Suit? Power Suit einfach eingeben und dafür brauchst du noch ein Tinker Table. Ah ja. Da brauchst du aber ein Emerald für. Und die kannst du halt nicht so craften. Du müsstest finden oder halt. Wir haben übrigens auch schon einen Spawner gefunden, ne? Ja, ich auch. Nur leider keine Portal Gun. Ja, leider. Ganz ehrlich, ich hätte so gefeiert, wenn wir jetzt schon eine Polygon hätten, ne? Ganz ehrlich, wie viel Scheiß ich damit gebaut hätte. Ich glaube, ich war sogar so weit gegangen und hätte OP-Rechte verloren. Ganz ehrlich. Hast du noch ein Emerald? Ich habe keinen mehr, leider, ne. Ich habe nur einen geholt, dafür nur. Halt, so. Wie geholt? Wo hast du geholt? Tesseract. Gehandelt aus einem Dorf. Dörfli. Wo ist das? Ein bisschen weiter weg. Ja, bring mich hin. Ich weiß nicht genau. Alter, es ruckelt gerade wie die Katze, ey. Was? Womit handeln? Hä? Womit handeln? Ich glaube 20 Weizen. Weizen. Scheiße. Achso, ich habe auch schon hier ein Enchantment Table mit 30. Na, ist jetzt wieder. Falls ihr enchanten wollt, bevor ihr irgendwie. Alter, ja, ich habe 37 Level. Ich komme mal zu dir. Bist du? Bei mir am Grundstück. Ich hab 19, ich hab's ja auch schon mal verloren, die Level. Verzauber. Ja. Ich erinnere mich. Wo ist dein Grundstück? Er ist am weitesten entfernt. Du musst einfach nur die Kiesstraße entlanglaufen, irgendwann bist du am Ende. Und da bin ich. Also jetzt, in welche Richtung denn? Einfach zur Stadt. Ja, ach so, hier lang. Ich will auch so eine Ultrahose haben. Obwohl du. Brauchst eigentlich gar kein Emerald, du kannst ja bei mir dann, ich wollte das Ding dann eh in die Disco stellen, die ich baue. Passt ja irgendwie. Finde ich. So, wenn ich das darf. Kannst du machen. Willst du auch eine Hose haben? Achso. Ich will TT. Was für eine Hose? Ja, so eine Power-Suit-Hose. Nee, nicht wirklich. Also momentan lohnt sich das nicht, solange da nicht Speed drauf ist. Zudem überhitzt die auch ziemlich leicht. Die überhitzen. Ja, wenn du zum Beispiel in Lava fällst oder so, dann kriegt die zum Beispiel jetzt Überhitzung, weil sie die weil sie den Schaden absorbiert und irgendwann überhitzt die halt. Echt? Ich frag mich gerade, wo zum Fick ist der Tesseract hin? Tja,
is rare. Ja, natürlich, er packt sich einfach mal selber in die Dingens. In die Sterling Engine, ich wollte schon gerade wieder anfangen zu flennen. Ja, mach das. Ganz ehrlich, wegen Tesseract, ne, wegen so einem Bug, da lass ich mich nicht verarschen. Uff. Komm, lass kurz pennen gehen. Für die Solarpanels. Jetzt habe ich keine Energie, scheiße, ich brauche aber noch einen Kopf. Dann geh mal kurz pennen. Wir haben gerade eh ziemlich viel, ne? Na komm. Ich meine, der... Darf ich noch schnell, scheiße, jetzt habe ich keinen Lauber. Pen. Ja, ich geh pennen. Aua. Dann kriegst du auch Strom. Jolo. Jo, ich freue mich schon ganz ehrlich auf Yolometer. Scheiße, vertippt. Direkt vertippt. Peinis. Peinis, ja. Pack dein Peinis raus. Lauber. Gesundheit. Danke. Ey, zum Glück merke ich das noch rechtzeitig, um mein Mikrofon wenigstens ein bisschen wegzuschalten. Ich schalte das nie inzwischen nicht mehr stumm, weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. So. Da lang geht's, okay. So. Wieso geht das jetzt nicht? Ach so, deswegen. Super. So, die Richtung. Es geht daran. Jetzt müsste das funktionieren, genau. Wir haben Energie. Ist da schon Speed auf der Hose drauf? Nein, die musst du. Wo bist du? Ich bin noch nicht bei dir, aber ich komm gleich. Alter, ganz ehrlich. Du musst erst gucken. Ich glaube, für Speed brauchst du irgendwie. Ich guck selber mal, was man so für die Sachen braucht. Du musst dann direkt craften und dann halt den Tinker-Table vereinen. Fusion und so. Schwarzbär plus Weißbär Fusion zu Pandabär. Also ich habe jetzt drauf, mal gucken, Kinetic Generator, damit sich das wieder auflädt. Welche Engine wurde nochmal mit Lava betrieben? Die Combustion Engine, oder? Ne, Magmatic Engine. Was brauche ich für Speed? Also sinnvoll ist ein Kinetic Generator, generate power with your movement. Komm jetzt erstmal zu dir. Du musst mir das mal zeigen. Redstone Sterling Electrical Passfire Biogas Blue Electric Combustion Industrial. Ich bräuchte noch ein paar. Magmatic, ich glaube aber eher, das geht auch mit der Combustion Engine. Da weiß ich nicht. Hat jemand ein Buch mit Effizienz und ich habe nur Knockback, Bane of Anthropods und Aqua Affinity. Und ein Amboss. Hast du nicht Bücher gefunden? War da eins mit Effizienz? Nee, ich glaube nicht. Ich hab meine Diamond Pickaxe auch mit Level 30 verzaubern und was ist drauf gekommen? Unbreaking 3. Verarscht. Ich will mit Effizienz meine Dynamite Roll verzaubern. Hui. Oh Junge, ich will auch. Hui. So, warte, ich habe alles dabei, ich kann es selber craften. Das Stinge. Wie mache ich jetzt die Hose? Du musst die Hose erstmal craften. Ja, aber da kann. Hä? Du musst die Hose erstmal. No, du brauchst erstmal die so, Power Combustion. Du musst erstmal craften. Achso. Nee, scheiße. Oh, ich Idiot. Ja, was Neues? Oh, ey, ich hätte doch. Warum baue ich denn. Muss ich gucken, was ich daraus bauen kann. Mining Well. Okay, es hat sich nicht ganz. Okay, es hat sich nicht ganz dämlich verhalten, weil ich kann theoretisch eine Quarry später bauen. So, jetzt? Also ich könnte es jetzt schon machen. Das ist jetzt. Hab ich die Hose, was mache ich jetzt? Rechtsklick auf die Tinkertable. Ja, habe ich. Jetzt wird mir Energy angezeigt. Nee, drauf drücken auf die Power Armor. Ja. Da hast du ja so Energy, verschiedene Sachen, Armor, verschiedene Sachen, Kosmetik und so. Also Kinetic Generator ist halt, da kann man halt Energie aufladen, indem man einfach läuft. Das ist relativ sinnvoll, weil man ja mit Sprint Assist, das ist bei Movement das erste, schneller läuft. Ja, okay. Warte. Allerdings brauchst du, um das nutzen zu können, auch eine Batterie. Ich habe die Advanced Battery, aber du kannst auch einfach die Basic reinhauen. Weil ein bisschen Energie brauchst du zwar halt, damit du was hast, womit du dann schneller laufen kannst.
Ja, wie wähle ich das? Ich brauche Batterien, oder wie? Nee, die muss. Das sind so besondere. Die heißen. Advanced. Also bau erstmal einen Kinetic Generator, klick da drauf. Ich kann die Batterie auch einfach bauen, ich weiß, wie der Mod funktioniert. Ja. Ich habe da nämlich im Singleplayer schon ein bisschen rumgespielt. Du unten einmal Servomotor und Control Circuit, das brauchst du dafür. Okay. Das muss ich jetzt craften. Ja. Okay, warte mal. Server. Da ist der Motor. Okay, scheiße, ich habe nicht mehr genug Kran dabei. Okay, Moment. Okay, Moment, dann muss ich mir das craften. Muss mal zurücklaufen. Ja. So. Also ich kann da mehrere, ich kann da mehrere Sachen draufpacken, oder wie? Ja klar, ja. Also ich habe Apple Assist. Also, dass man da halt hochlaufen kann, Kinetic Generator, die Batterie und Sprint Assist. Da sind ein paar Sachen drauf. Einfach weil es geht. Ja, irgendwer krepiert da im Hintergrund. Meine Schwester, die hat gerade gehustet. Ja, ich habe Familie, na und? Na und ich habe auch Familie, obwohl ein Gamer eigentlich gar kein Sozialleben hat. Das ist ein Fall für Galileo Mystery, ne? Ja, klar. Immer. Das ist aber auch nur laut RTL so. Ja. Vor allem, ey, das werde ich mir wahrscheinlich eh nicht glauben, aber ich habe das perfekte Gamer-Girl gefunden heute, ne? Das absolut perfekte. Pass auf, ich war erstmal so in der Stadt, um erstmal zu gucken nach Manga und so, hatte erstmal so Langeweile. So, dann guckt die mich von der Seite so an. Habe ich so gedacht, okay, tu es einfach mal so, als würdest du es nicht bemerken. So, bin ich erstmal rüber zum Spieleingang, habe so ein bisschen rumgeguckt wegen GTA 5, ob da noch irgendeine Special Edition war, weil da habe ich noch gefragt. Dann war die da drüben und dann hat die sich so COD so angeguckt und so, habe ich so gedacht, okay, entweder die stalkt dich oder du hast gerade einen Gamer gefunden. So, habe ich so ein... Und normalerweise bin ich ja nicht so, aber das hat mich schon interessiert, habe ich sie dann mal gefragt, so, was ihr Lieblingsspiel so ist, dann hat sie so gesagt. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Warte. Hat sie das gesagt oder musst du jetzt überlegen? Nee, sie hat's gesagt. Das hatte so einen japanischen Namen und ich komme nicht auf den Namen. Ni no Kuni? Nee, das Scheiße, ey, wie hieß dieses Drecksgame? Ich hab das doch schon mal gehört. Auf jeden Fall ein PS3-Spiel. Das ist auf jeden Fall ein Anime-Spiel, das weiß ich. Okay. Habe ich mich auf jeden Fall mit der so ein bisschen unterhalten. Ja. Und ey, ganz ehrlich, das Mädel ist ja mal total verrückt, ne? Also so richtig, richtig verrückt. Okay. Kannst jetzt wahrscheinlich nichts anfangen, weil du jetzt nicht meine Definition von verrückt kennst, ne? Nee. Du wirst dich auch wundern. Ja, bestimmt. Aber die ist schon ziemlich, also die weiß schon, wie es gesagt, weil die, boah, ich wiederhole mich gerade, ne, kann das sein? Minimal, ja. Also, hört gar nicht auf. Man kann auf jeden Fall sagen, die ist ganz okay. Hä? Hier ist eine Potato auf einem normalen Grasfleck gewesen. Das war seltsam. Was brauchte ich noch? Ich brauchte einmal diese Servomotoren? Servomotoren, zwei Stück. Control Circuit, nur für den Kinetic Generator. Warte, ich kann ja mal gucken, was du sonst noch so brauchen müsstest. Willst du den Uphill Assist auch drauf? Ja, alles. Gut, Advanced Battery. So, Rubber. MV Capacitator. Moment. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ey, wie mir das Holz gerade ausgeht, das ist unfassbar. Unfasslich. Ja, ich muss, ohne Spaß, ich muss echt mit Magie weitermachen, damit ich zur Axe of the Stream komme. Oh ja, die ist geil. Alter, damit. Ich hab schon eine Hoe of the Grove gefunden, so. Ja, ich weiß, aber die ist ziemlich dumm. Brauchst du eigentlich gar nicht. Geil. Ja, toll, macht ein großes Feld weg, toll. Nee, wenn man da Rechtsklick auf irgendwas macht, dann wächst das instant. Das ist mir neu. Wenn man da Rechtsklick auf eine Pflanze macht, ist die instant gewachsen. So, was brauche ich jetzt erstmal noch? Ich brauche noch
Ich habe jetzt erstmal die Servermotoren. So. Wie viele? 6 Stück. Dafür. Für den Uphill Assist brauchst du 2. Mach mal nochmal 2. Okay. Zuschauer werden jetzt wahrscheinlich sagen, so TT, zeig doch mal, was der macht. Leute, ganz ehrlich, ich werde mir die Rüstung nicht machen. Ich hab mir vor, die übelste Porno-Rüstung zu machen. Wozu soll ich mit deiner Rüstung machen, die da überhitzen kann? Ich weiß es nicht, dass das überhitzen kann. Spring mal im Singleplayer für, ich sag jetzt mal 10 Sekunden in Lava, dann wirst du es merken. Springst du auch in Lava? Ja, klar, spring ich in Lava. Mach ich dauernd. Na, allgemein so. Hab ich auch hier im Projekt schon gemacht. Einfach so hops. Also ich hab echt 8. 8? Ja. Dann zack, ein zack. MV-Kapazitator. MV. So, Generator. Ich brauch ein Papier. Oh, Miniature Black Hole. Interessant. Portable Black Hole, das ist auch für die Portal Gun. Nee, Miniatur. Portable Hole ist ja richtig geil. Ah ja, stimmt, das ist Soundcraft. Kannst du durch Wände gehen und so. Ja, das. Alter, ich liebe meine Geothermal-Generatoren. Bring es echt. Aber ich mach trotzdem mal vielleicht ein paar mehr. Also ein Solarpanel überhaupt mal. Damit es auch auflädt, wenn ich nicht da bin. Ich werde mir gleich was richtig Schönes bauen, und zwar. Das hat was mit Railcraft zu tun. Ich hoffe, wir haben genug Eisen dafür, weil ansonsten habe ich eine ziemliche Arschkarte. So, jetzt habe ich das. Ja. Was brauche ich noch? Ein Control Circuit. Noch. Alter, da brauche ich ja Kaktusgrün. Ja, das kannst du aber auch bei mir machen. Und Apfel, da brauchst du Glowstone. Ich habe kein Glowstone. Glowstone habe ich aber. 2 Goldbarren. Mal so eine Frage, könnte ich als Nutzungsgebühr für den Tinkertable in Glowstone oder so kriegen? Jo. Ich hab selbst kein Hinge mehr. So, ich geh mal kurz in der Hölle. Mach mal. Kaktusgrün brauch ich noch. Hast du noch was? Ich hab Kaktus. Ja. Ich hab auch Kaktusgrün, ne? Aber du musst. Alter, am Arsch. Hast noch was, oder? Am Arsch. Du willst mich verarschen. Nicht dein Ernst. Alter, geh durch die Hölle, ein fucking Gas hat Dingens zerstört. Warte, ja, ich mach. Ich komm mal, warte. Der dumme Wichser, Alter. Was würd ich jetzt machen? Ah, genau. Ja, du kleiner Wichser, jetzt komm ich. Ich töte ihn erstmal. Ja. Ich bin durch. Ach, scheiße. Bitch. Das Geld ist nicht angeblieben. Scheiße. Kannst du zu. Wir brauchen ein Feuer, ich hab Eisen dabei, wir brauchen einen Feuerstein. Ist einer dabei? Nee, Dingens, kannst du bitte mit einem Flint und Steel bitte in die Hölle kommen, Alter, wir haben gerade übelst das Problem. Nenn mich nicht Dingens. Er nennt mich einfach Dingens, aber kann ich machen, ja. Warte mal, da hinten ist Kies, warte, ich flieg da kurz in den Bohr was ab. Nein, ich komme. Aua, da ist schon wieder so eine Fick-Fledermaus, ne? Ja, fick dich doch. Ja, stirb. Ist verdient. Ist echt genial mit der Rüstung. Hopp. Und durch damit. Kann ich direkt ein bisschen Glowstone farmen. Ich hab was für dich. Ja, ich will aber selbst das haben. Okay. Bist du jetzt? Achso, da. Hallo. Das ist Tobi. Ich bin hier. Nimm dir. TT, mein TT. Ach, da unten. Hier. So, und wo ist das Portal? Da. Da ist Neues entstanden eigentlich. Ah, endlich. Warte, ich muss mir mal da am Weg gucken. Oh, Alter, zum Glück haben wir das jetzt noch, haben wir das noch geschafft, ne? Alter, wie wir am Arsch gewesen wären, wenn wir jetzt alleine da in der Hölle gesessen hätten, ne? Ja, ich hatte ja Eisen dabei, hätte ich halt so lange irgendwie bauen müssen, bis ich Dings krieg. So, kurz zum Portal gesetzt. So, wenn ihr. Okay, also ich baue den hin. So, das habe ich jetzt auch. Dann eben die Badbox, dann das. Ein, Control Circuit.
dann gehst du halt zu mir zum Tinkertable. Irgendwie lustig, Tinkertable. Ja. Alliteration. So, dann fehlt eigentlich. Schön, wie Glowstone. Gib's mir. Ich ordne mal kurz die Kiste hier ein bisschen. Gibt es auch Rüstung? Was? Wenn du. Wie heißt's? Also da gibt's ein Upgrade für, wo du halt so Rüstung damit auch kriegst. Bla bla. Aber da habe ich jetzt vergessen, wie das heißt. Warte, ich kann ja noch. Guck, ich gucke einfach nach. Iron Plate. Wenn man sich jetzt einen Helm macht, was kann man darauf machen? Night Vision kann man zum Beispiel drauf machen. Die Goggles of Remaining kann man sich auch drauf machen, ne? Ja. Was bringen die? Damit kannst du Magierisse sehen. Ziemlich geil. Ich glaube, die Risse kannst du, wenn du das da drauf machst, nicht mehr sehen, sondern halt nur, welches Magielevel gerade ist. Doch, du kannst obwohl, die. Nee, aber ich glaube, irgendwas kann man damit nicht sehen. Ich glaube, entweder hält die Risse oder was in den Kessel drin ist. Ich glaube, dann eher die Risse. Also, ich habe jetzt, Kinect Generator und Sprint Assist. Und was jetzt noch? Wie weit hast du die Schieberegler dort eingestellt? Gar nicht, noch gar nicht. Das musst du machen. Was muss ich da einstellen? Also Kinetic Generator habe ich ganz voll gemacht. Also, so ja, warte mal. Kinetic Generator, alles. Achso ja, alles komplett voll, ja. Genau. Bei Sprint Assist habe ich glaube nur das mittlere, sodass du schneller rennen kannst, aber Walk Assist ist dann, dass du auch schneller läufst. Das fand ich dann etwas nervig. Ja. Und Apple Assist. So. Die kannst du einstellen, soweit du willst. Nur musst aufpassen, das Ding insgesamt darf nicht mehr als 25 Kilogramm wiegen. Das verstehe ich nicht ganz. Ja, das, je mehr Gewicht du trägst, desto langsamer wirst du. Am, rechts so. An der Seite steht hier Energy Storage und White und so. Ja, White steht bei mir, weil wenn ich es komplett voll mache, auf 10 Kilo. Die Batterie. Ja, bei Advanced Battery, ja. Ja, und bei wenn du den Kinetic Generator noch voll reinmachst oder so, dann könnte es sein, dass die dann mehr wiegt. Das ist bei mir 10 Kilo. 4 Kilo. Ja, und das waren 10 Kilo. Also 14 insgesamt. Hm. Aha, Mathe-Genie. Ist das drauf, oder wie? Du musst auf Install drücken halt. Hab ich schon, ja. Und wenn da unten Server steht, dann ist das halt richtig. Ja, ist drauf. Und da kannst du auch. Jetzt kann man auf den Helm drauf machen. Flight. Können wir mal kurz pennen gehen? Flight Control ist, dass du, wenn du auf den. Na komm, auf die Rüstung kannst du auch ein Jetpack drauf machen. Und wenn du noch Flight Control dazu drauf hast, dann ist es wie mit Creative Mode fliegen. Juhu, ich kann ja nicht mehr rennen. Alter, wie geil ist das denn? Achso, sollte ich dir jetzt eigentlich noch Glowstone geben? Ne, geht schon. Passt schon. Ah, Creeper! Ich bin einfach zu schnell, Junge. Ich bin zu schnell. So, was wollte ich mir jetzt machen? Also ich habe jetzt erstmal nochmal Lava geholt. Genug von dem ganzen Zeug habe ich. Eigentlich, ich glaube, ich setze mich jetzt an. Ja, wir sollten kurz pennen gehen, ja. Ja. Geht die Hose irgendwann leer? Ja, oben rechts, links oben sieht man ja so ja. Eine Anzeige. Was heißt das dann? Na, wenn das leer ist, dann ist es leer. Aber durch den Kinetic Generator. Oder was? Ja, durch den Kinetic Generator lädt sich das wieder auf. Und wenn du eigentlich rennst. Am Arsch, Alter, am Arsch. Irgendwie pro 5 Blöcke 1 Joule und genauso viel fast verbraucht auch. Ja, es wird langsam Tag. Ja, ich flieg im Bett, toll. Ja, können wir jetzt lassen. Und ich will jetzt, ich muss jetzt gleich. Gemacht. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, du fucking Gast. Wo bist. Alter! Leute. Ja. Scheiß Wichser, Alter. Ich
ist mein Feuerzeug. Scheiß Wichser da hinten. Ja. Moment. Viele Tat. Ein Feuerstein. Schon der Level 20, geil. Stimmt, verzaubern, ich wollte noch. Ja, verzaubern wollte ich noch. Was verzauberten ihr euch immer am Anfang? Alter! Warte, ich bin da. Nee, das ist jetzt nicht. Alter, wo ist. Jetzt ist da schon wieder ein Wichser. Kannst du mir einen Gefallen tun, das Ding vielleicht mal ein bisschen zubauen? Mit Koppel ist einfach so. Weil die kriegen das Koppel irgendwie nicht kaputt. Spaß, die. Obwohl das ja auch nicht. Drecksfähig. Ich geb dir ein Feuerzeug. Nee. Ich bin jetzt gerade am Arbeiten. Macht sich schlecht. Gib mal Feuer. Na, ich komme jetzt erstmal zurück und gucke, was wir für Verzauberungs. Ich brauche ein Verzauberungsbuch, scheiße. Mit Effizienz. Ich will meine Dynamo Drill. Flame und Thorns. Scheiße. Flame? Einfach jetzt mal bei dir. Ich glaube, ich habe auch ein Flame-Buch irgendwo. Ja, wir haben auch ein Flame. Ja, ein Flame-Buch, ja. Aber ich finde es gerade gar nicht. Ach, da ist es. Also die Hose lädt sich vor deinem. Hä? Die Hose lädt sich automatisch auf. Ja, wenn du halt durch den Kinetic Generator. Wenn ich renne. Dann ja. Fliegst du ja auch viel schneller. No. Das ist und halt. Solarhelm und dann lag ich richtig ab. Ja, Solarhelm bringt bei der Hose glaube ich nichts, aber. Nee, halt. Ja, kannst du machen. Ne? Kann man das nicht auf den Helm noch drauf machen? Von dem Helm? Das war es gibt einen Electrolyzer, wo du dann halt hier unter Wasser atmen kannst und so. Wie beim Power ja komm, Quantum Suit Helm. Ja. Oh, die Leute, die werden sich freuen. Power 2 drauf und dann halt noch. Flame. So. Jetzt habe ich schon mal einen geilen Bogen wieder. Ich mag Bogen irgendwie. Mit Flame und Power. Hast du einen Amboss zufälligerweise? Ja, der steht neben dem Verzauberungstisch. Ja, nice. Das habe ich gerade eben gebaut. So, Buch verzaubern auf Level. So, Nano-Saber noch aufladen. Scheiße, ich brauche einen Schalter. Kann mir jemand bitte noch schnell einen Schalter vorbeibringen? Ich bin gerade nicht da. Paul, bitte. In Neta oder wie? Ja. Den müsste ich auch erst machen. Obwohl, dann warte, dann komme ich schnell zurück. Nee, ich mach's schon. Nee, weil ich muss noch was anderes bauen. Na gut, dann habe ich jetzt 3 Schalter umsonst gemacht. Dann platziere ich die. Alter, das ruckelt hier gerade. Ist ja richtig schlimm. Das ist ein Fruggle 2. Alter, ich will jetzt noch nicht Schluss machen, ich will verfickt. Ach Gott. Auf was sind drauf? Leute, ich mach damit erstmal kurze Pause, es geht gleich weiter. Bis dann, tschüss.